Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Neumond-Orakel im Dezember. Und direkt am 26. Dezember ist der Neumond, direkt an Weihnachten. Und wer vielleicht das Neumond-Orakel noch nicht kennt, wir machen da immer, wir energetisieren unsere Wünsche, weil die Zeit des Neumonds sich immer super gut für die Ausrichtung der Wünsche und Ziele eignet. Und wenn man die dann noch energetisch bearbeitet, dann hat das natürlich eine ganz andere Schwingung, eine ganz andere Energie. Und zurzeit natürlich noch mal stärker, weil wir uns mitten in den Rauhnächten befinden. Und wenn du mitmachen möchtest, schreib dir gerne einen Zettel mit deinen Wünschen und Zielen. Und für alle die, die das Neumond-Orakel schon kennen, ihr habt ja eure Zettel, die ihr auch immer wieder an einem schönen Ort auch aufbewahrt. Und schaut auch gerne nach, was sich von Monat zu Monat natürlich von diesem Zettel schon bereits erfüllt hat. Und dann kannst du immer wieder einen Wunsch streichen und einen neuen dafür dazugeben. Und ich ziehe uns jetzt ein paar Karten intuitiv zu dem Neumond. Und da schauen wir mal, was sich da zeigt, was wir noch für eine Energie bekommen. Ich nehme jetzt mal die Karten von der Bettina Ola. Herzvertrauen, ihr kennt die auch aus den Wochenbotschaften der Engel. Und ziehe uns mal eine Karte daraus. Und wie passend, es zeigt sich die Selbstliebe. Wow, ja, total passend zur Zeit. Und ich lese euch vor mal, was die Bettina dazu schreibt. Da ist auch ein Büchlein dabei bei ihren Karten. Und sie schreibt zur Selbstliebe. Er, sie liebt mich nicht. Diese Frage stellen sich so viele Menschen immer und immer wieder. Aber die Frage ist doch, wie sehr liebst du dich selbst? Und bist dir selbst genug, ohne die Bestätigung im Außen zu bekommen? Soll dein Gegenüber dich bedingungslos lieben können, wenn du selbst nicht dazu bereit bist? Liebe dich selbst ohne Wenn und Aber. Und die Liebe kommt auch im Außen zu dir. Also es geht sehr stark um die Selbstliebe jetzt in dieser Zeit. Also guck wirklich auch, dass du jetzt gerade am Ende des Jahres nochmal so ein Detox machst, sage ich immer, wirklich auch aussortierst. Ne? Welche Menschen tun dir gut, welche tun dir nicht gut? Welche Menschen akzeptieren dich so, wie du bist? Und auch, dass du deine Wünsche und Ziele so leben kannst, wie du das möchtest. Das eignet sich jetzt wirklich zum Ende des Jahres natürlich noch mal. Also schau dir auch noch mal deine Telefonliste an. Ja, wer ist davon noch in deinem engeren Kreis? Wen möchtest du gerne da raus haben? Also sortier das so ein bisschen aus. Es ist noch mal wirklich auch so eine Befreiung am Jahresende. Neuausrichtung auch für das neue Jahr, weil wir gehen ja auch in ein neues Jahrzehnt. Darf man nicht vergessen. Ne? Und da kannst du dir auch ruhig noch mal so die letzten 10 Jahre auch anschauen, ne? Was ist in den letzten 10 Jahren passiert in deinem Leben. Ja, wenn ich jetzt nur bei mir schaue, ist da wow, mega viel passiert. Und dann wird es halt wieder Zeit, nach vorne zu gucken, was sind deine Ziele und sich da auszurichten. Und die Zeit ist wirklich gigantisch gerade dafür. Und ich möchte uns jetzt noch eine Karte ziehen mit meinen Liebe der Engel-Karten. Ich muss die Nummer gerade gucken, wo sie sind hier. Da ziehe ich uns jetzt noch eine Karte für Liebe und Beziehungen, weil die Selbstliebe gefallen ist, geht es halt auch um Beziehungen. Und da nehmen wir nochmal die Liebe der Engel-Karten dazu. Ja, und da kommt nochmal die Dankbarkeit. Ja, also schau da auch wirklich, für was bist du dankbar? Schreib auch vielleicht ein Dankbarkeitstagebuch. Eignet sich wirklich auch zum Jahresende sehr gut. Also gerade, wie ich gesagt habe, für den Zeitraum der 10 Jahre. Ne? Für was warst du jetzt dankbar oder auch in diesem Jahr? Für was warst du in diesem Jahr dankbar? Dir das nochmal jetzt am Ende des Jahres anzugucken. Viele sind ja auch bei meinem Energiekreis jetzt dabei. Die Rauhnächte sind mega schöne Energien. Also wow. Und da geht es halt wirklich auch so um diese Selbstliebe, immer mehr da reinzukommen. Und die Energien sind diesmal sehr intensiv, aber auch sehr, ja, sehr weich. Also sie bringen jeden wirklich so zu sich selber. Und da auch in so einer Ruhe, in so einem Frieden zu sein. Und finde ich sehr gut. Selbstliebe und Dankbarkeit, diese beiden Botschaften, die wir jetzt bekommen haben. Und ich würde sagen, dann machen wir die Energieübertragung mit meiner Dankbarkeitskarte. Und ich nehme noch die Pyramide dazu.
Und ihr könnt jetzt eure Zettel in die Hand nehmen und dann machen wir die Übertragung. Ja, und spür mal in dich rein, wie sich das anfühlt, wenn du den Zettel in der Hand hast. Also die Engel lassen jetzt die Energien über deine Hände in den Zettel, in deine Wünsche fließen. Und ja, es kann natürlich auch sein, dass du das körperlich irgendwo spüren kannst, ne? Dass du eine Wärme fühlst, ein Kribbeln fühlst. Jeder spürt diese Energieübertragung auch anders. Und ich habe von euch aber so viele schöne positive Rückmeldungen über die Energieübertragung, gerade bei dem Neumond, was die Wünsche angeht, weil sich da so mega viel bei euch erfüllt und ihr schreibt mir immer so schön, was sich alles erfüllt hat und wie dankbar ihr auch dafür seid. Und deshalb mache ich natürlich auch gerade diese Neumond-Orakel immer weiter. Ja, die Energien fließen, schau, wie du es fühlst. Und wenn du jetzt in der nächsten Zeit bis zum nächsten Vollmond nochmal den Impuls bekommst, hier auf das Video zu gehen, die Energieübertragung zu machen, kannst du das tun. Dann lädst du die Wünsche immer nochmal wieder neu auf. Das sind ja immer so Schichten, die dann noch, ja, die dann noch arbeiten müssen, dass man die Wünsche erfüllt. Und da geht es immer weiter. Na, mit jeder Energieübertragung tust du da was für. Und ja, fühlt sich sehr schön an. Ja, und es bringt dich natürlich auch ins Handeln. Ne? Es ist natürlich nicht so, man schreibt einen Wunschzettel und schon schnipp ist der Wunsch in Erfüllung gegangen, sondern es geht auch darum, natürlich aktiv zu werden. Ja, wenn du dir einen Job wünschst, wenn du dir wünschst, ein Projekt zu machen in der Selbstständigkeit, wie auch immer, du musst natürlich auch aktiv werden. Ja, und diese Energien unterstützen dich dabei, wirklich diesen Wunsch umzusetzen. Wie auch immer bei dir. Ja, entweder kommst du ins Tun oder von außen kommt eine Person, die dir behilflich ist dabei. Also solche Sachen passieren dann wirklich, dass sich dann auch mal so Erdenengel zeigen, die dir helfen können. Ganz, ganz unterschiedlich. Aber natürlich wichtig, nicht zu denken, ich schreibe mir jetzt die Wünsche auf und dann sind die da. Also ihr müsst halt auch aktiv natürlich werden. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen super schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ja, entspannt euch und macht nur das, was ihr möchtet heute. Und ja, bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss. Thank you.